So, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge StarCraft 2 Wings of Liberty. Beim letzten Mal haben wir uns ja der Einzerator-Mission zugewendet. Und ich denke mal, dass ich direkt die nächste hinterher schmeiße, damit wir hier unsere Forschungspunkte kriegen. Dann könnten wir auch, glaube ich, bald schon, ja genau, nämlich das Upgraden hier in Auftrag geben, sage ich mal, und das hier. Ich werde euch jetzt einfach mal schon jetzt die hier zeigen, die als nächstes drankommen. Damit ihr so einen kleinen Überblick habt und wisst, was theoretisch dann als nächstes auf uns hinzukommt. Wir haben hier einmal den kommandozentralen Reaktor, ermöglicht die gleichzeitige Ausbildung von WBFs. Das habe ich euch schon mal gezeigt, genau wie die automatisierte Raffinerie, wodurch die WBFs nicht mehr zum Vespigas abbauen in die Raffinerie müssen. Das geht automatisch, sowie den Predator und den Hercules. Das wäre das eine, was wir als nächstes kriegen könnten. Was wir nun noch zur Auswahl haben als nächstes, wäre einmal der Raven, Unterstützungseinheit, die getarnt und eingegrabene Einheiten auf den Gegner aufdecken kann. Der getarnt und eingegrabene Feinde auf, kann automatische Geschütze setzen, kann Verteidigungsdrohnen platzieren, kann zielsuchende Raketen einsetzen, wird im Raumhafen gebaut, den wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Toll. Der Raven ist eine unbemannte Überwachungsdrohne, die getarnt und eingegrabene feindliche Einheiten aufdecken kann. Der Raven kann auch als Feldingenieur dienen, indem automatische Geschütztürme, Verteidigungsdrohnen und zielsuchende Raketen in strategisch wichtigen Gebieten einsetzt. Das wäre das eine. Die Alternative dazu ist das Forschungsschiff, was man schon aus StarCraft 1 kennt, allerdings normalerweise nicht in der Kampagne vorkommt. Nicht im Multiplayer vorkommt. Das standardmäßige Fahrzeug, was im Multiplayer vorkommt, ist der Raven. Und als Alternative in der Kampagne hat man das Forschungsschiff. Das ist auch meine persönliche Präferenz. Er deckt ebenfalls getarnte und eingegrabene Feinde auf, kann feindliche Einheiten bestrahlen. Was durchschnittlich nützlich ist, aber was sehr nützlich ist, repariert in der Nähe befindliche mechanische Einheiten. Heißt, man hat irgendwie einen Panzer, der angegriffen wird, stellt ihn daneben, dann wird er davon geheilt. Super Sache. Wir haben eine einzigartige Version des Forschungsschiffs geschaffen, das auf Entfernung die Außenhülle befreundeter mechanischer Einheiten reparieren kann. Diese Version des Forschungsschiffs kann auch einzelne Ziele bestrahlen sowie getarnt und eingegrabene feindliche Einheiten aufdecken. Mein persönlicher Favorit, aber ihr entscheidet oder könnt mitentscheiden, was ihr davon haben wollt letztendlich. Hier drüben als nächstes wäre es der Zellularreaktor. Spezialeinheiten beginnen mit plus 100 Energie. Spezialeinheiten gewinnen plus 100 maximale Energie. Dieser Reaktor bietet zu Anfang eine gewaltige Energiereserve und kann eine viel größere Ladung erhalten. Unsere Spezialeinheiten können ihre Fähigkeiten jetzt einsetzen, sobald sie das Schlachtfeld betreten und können mehr Energie speichern, wenn sie längere Zeit untätig sind. Spezialeinheiten sind Einheiten, die Energie verbrauchen, wie zum Beispiel Sanitäter, Ghosts und Raumjäger. Wir haben bisher nur eine Einheit von diesen drei genannten. Alternative dazu ist, die richtig cool ist, aus meiner Sicht. Regenerativer Biostrahl. Schiffe und Fahrzeuge regenerieren langsam Trefferpunkte. Also eine Passivheilung für Fahrzeuge. Die Oberflächen unserer Schiffe und Fahrzeuge bestehen jetzt aus einem Material namens regenerativer Biostrahl. Dieses Material setzt interne Nanobots ein, die bleibende Schäden an der Ummantelung langsam reparieren. Obwohl dieser Regenerationsprozess bedeutend langsamer ist als die konventionelle Reparatur durch WBFs, kann er den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen, wenn keine WBFs zur Verfügung stehen. Sehr, sehr cool aus meiner Sicht. Auch mein persönlicher Favorit. Genauso wie hier der Hercules mein Favorit ist und hier das hier. Ihr könnt mitentscheiden, ihr könnt diskutieren, was auch immer. Wenn ihr mich überzeugen wollt, das andere zu nehmen, könnt ihr es natürlich auch probieren. Ich sage nur, dass es mein Favorit ist, nicht, dass ich nicht, wenn man mich genug überzeugt, das andere nehme. Also, ihr wisst Bescheid, wir widmen uns jetzt einmal der nächsten Mission von Ceratul. I gathered allies and we made our way to the forbidden archive world of Zaku. There, a triumvirate of mystic preservers awaited us. And in the shadows, something else was watching and waiting. Eine dunkle Wende. Beraten Sie sich mit dem Bewahrer von Zakul. Und diesmal werde ich auch darauf achten, dass ich tatsächlich alle Forschungspunkte mitnehme. Aber wir starten mal die Mission. All right, Zeratul, old buddy, you got your mysterious prophecy. Now let's see what your preservers made of it. My
My quest to decipher the prophecy took me to the forbidden archive world of Zakuul. Here, three immortal preservers guarded ancient knowledge. Only they could transcribe the prophetic fragments. I needed to seek them out quickly. Und da sind wir wieder beim Ladescreen angekommen. Sonnen sind die Arbeitstiere einer Protoss-Basis. Sie bauen Ressourcen ab und warpen Protoss-Gebäude an. Oh, können wir jetzt sogar eine Protoss-Basis errichten? Das fände ich cool. Weil dann lernen wir auch mal was anderes kennen als einfach nur Terraner. Und ich kann euch die ganzen Protoss-Einheiten mal erklären, denen wir dauerhaft gegenüberstehen. Oder recht häufig. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Möglichkeit. Auf geht's. It is strangely silent here, yet these structures are intact. With power, they would be functional. Diese Mission macht meinem PC etwas Angst, habe ich so das Gefühl, denn die läuft nicht wirklich gut. Ich sehe es jetzt schon. Wir haben jetzt Sonden und können jetzt Gebäude der Protoss bauen, nämlich zum Beispiel Pylone. Pylone sind dafür da, im Einflussbereich die Gebäude mit, wie heißt es? Mit Energie zu versorgen. Okay, es wird einfach nur Energie genannt. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Bin mal gespannt, was die Mission so bietet. Sie läuft nicht wirklich gut bisher. Aber wir sehen jetzt mal auf jeden Fall ein paar andere Dinge. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich schön. Sonden sind prinzipiell die WWFs der Protoss. Im Großen und Ganzen. The mighty spirits of the preservers are imprisoned close by. We must find them. So, jetzt kann ich euch, glaube ich, auch so langsam mal die Gebäude erklären. Hier müssen wir hin. Komischerweise sind hier solche komischen Kristalle. Das erklärt sich aber später. Der Warp-Knoten ist sozusagen die Kaserne der Protoss. Hier können wir Berserker ausbilden und Hetzer heranwarpen. Die Hetzer haben wir schon in der letzten Mission gesehen. Ja, hier wird das Gebäude auch nochmal erklärt, glaube ich. Ja, aber das kann für uns recht egal sein. Wir bauen einfach mal zwei, drei Berserker erstmal. Hier haben wir Photonenkanonen. Sind praktisch gesehen Bunker der Protoss, nur dass sie nicht besetzt werden müssen und automatisch auf Luft- und Bodeneinheiten feuern. Und feindliche Einheiten enttarnen, sollten sie denn getarnt sein. Many abandoned structures in this place that we can make use of. They merely need their power restored by the construction of a few well-placed pylons. Danke für den Hinweis. Hier können wir Pylonen setzen und dann können wir die Gebäude benutzen. Aha. Ah, ich glaube, ich erinnere mich an diese Mission. Ich erinnere mich. Und warum hatte ich gerade so viele FPS? Weil ich das Gebiet hier nicht gezeigt habe. Aha, okay. Das sieht aber sehr schön aus hier. The preservers you seek serve a higher power now, Dark One. Na, das ist aber nicht nett. Higher power? What could have corrupted these Protoss so? Truly, something foul has taken hold of this sacred place. Hier haben wir die Schmiede, das ist vergleichbar mit dem Maschinendock der Terraner. Hier können wir halt Upgrades für Bodeneinheiten und deren Schilde machen. Die Schilde gelten aber auch für alle Protoss-Einheiten, also auch für Lufteinheiten. Gebäude, tatsächlich, mit Gebäudepanzerung. Und die Gebäude haben generell eine bessere Panzerung als Schilde. Heißt, sie halten von den Leben her mehr aus als vom Schild. Aber das ist nicht so wichtig. Protoss
and Zerg hybrid. Gods, an abomination. Who created this atrocity? Come, my slaves. The time has come to give you your slave. Gut, wir haben etwas gesehen, was in StarCraft 1 schon mal angedeutet wurde. Nämlich dieses Etwas. Diese Kreatur, ein Hybrid aus Protoss und Zerg, der eigentlich gar nicht existieren darf oder existieren sollte. Aber er ist da. Ich glaube, wir sollten mal wieder ein paar Sonden in Auftrag geben, weil wir haben noch zu wenig. Machen wir ein paar mehr. Und die anderen beiden hier können schon mal mit einer Vespingas abbauen. Ich glaube, wir sollten unsere Basis schützen, weil wir haben hier nur zwei Aufgänge. Sonst nichts. Das sieht so danach aus. Ich hole mal kurz so ein Dingens hier ran. This knowledge is forbidden. Oha. Oha. Der kommt jetzt zu uns. Das ist natürlich schön. Gib mir mal ein paar Einheiten noch. Ich hoffe, die können den umhauen. Ansonsten habe ich ein kleines Problem, würde ich jetzt mal sagen. Die Upgrades sind zwar im Auftrag, aber ja, ich weiß ja jetzt nicht. Der kommt hier unten lang. Wir bauen mal noch ein paar Photonenkanonen. Gefällt mir jetzt irgendwie nicht so, dass der da ist. Er kann gerne wieder gehen. Aber wir sind immerhin... Das breche ich mal besser ab. Okay. Bitte tötet ihn einfach. Ich hoffe, ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Funktioniert. Lass mich mal hier durch. Dass der mal abhauen muss. Vor allem greift er immer irgendeinen anderen Berserker an. Und das war's. Ja, ich... Hybrid is draining the preservers to survive. I must free them before it is too late. Habe ich ein Zeitlimit? Nein, ich habe kein Zeitlimit. Das ist gut. Missionen mit Zeitlimit sind nicht so meins. Geht mal zurück. Schon besser. Bitte lasst meine Gebäude in Heile. Ehrlich, schon wieder? Du hast es aber echt eilig scheinbar, wenn der jetzt schon wieder da ist. Wir setzen mir noch ein paar mehr Photonenkanonen. Wenn der jetzt schon wieder kommt, wird das dezent nervig. Ich könnte ja mal hier hinten einen Pylonen... Jetzt kommt er von oben, natürlich. Kommt er jetzt von der anderen Seite. Warum wundert mich das überhaupt? Warum werden schon wieder keine mehr hiervon gebaut? Wir sollten diese Gebäude hier uns langsam mal erholen. Wäre nützlich. So, ran da. Haut ihn kaputt. Eine Berserker ist ein bisschen überfordert, weil er keinen Platz findet. So, wir haben jetzt hier mal ein paar Photonkanonen stehen. Das gefällt mir. Lass bitte meine Gebäude heilen. Ich brauche die. Muss man die Einheiten hier auf eine Taste legen und die Gebäude so auch mal so langsam. Ist wichtig. Und ich brauche schon wieder mehr Sonden. Wir haben ja echt eine Photonkanone jetzt zerlegt. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Komm mal her. Und ich brauche auch gleich wieder ein paar Pylone. Denn die geben auch hier Versorgungspunkte. Wie man sieht. Mehr Photonkanonen hier hin. Diese Seite ist, glaube ich, die häufiger angegriffen wird. Weil hier haben wir schon 5 Photonkanonen. Das sieht echt gut aus, was da es dann geht. Ja, ist ja gut. Ich weiß. Dankeschön, Spiel. So, können wir sonst noch irgendwas bauen? Ich habe noch überhaupt nicht drauf geachtet. Wir könnten eine Zitadelle des Zwielichts in Auftrag geben. Wir haben, glaube ich, alle Gebäude. Dann würde ich mal sagen, setzen wir die Sonde mal kurz hier hin und bauen hier noch einen Pylon hin. Direkt daneben. Und da darf sie arbeiten. Ja, jetzt kommt er wieder hier hin. Wären die Photonkanonen vorher fertig? Ich glaube ja.
Ja. A dark shrine. Once power is restored, it could be of great value to us. Hör auf! Hau ab! Geh weg! Lass meine Sache in Ruhe. Oh, der ist jetzt schnell gestorben. Ja, natürlich. Wir holen uns einfach mal die zusätzlichen Punkte jetzt hier, weil ich glaube, das bringt uns halt die Forschungspunkte. Teilweise. Versorgen Sie Gebäude mit Energie. Genau, das bringt uns die Protoss-Forschungspunkte. Das ist sehr gut. So. Du mal dahin, du mal dahin. Und jetzt haben wir auch das ausgelastet. Wir brauchen auch, glaube ich, keine weiteren welche. Dass ich nicht angegriffen wurde bisher nochmal. Ja, natürlich. Dann hätte ich hier noch gern eine. Ja, eine, da eine, da eine. Und jetzt haben wir, glaube ich, erstmal genug und dann kannst du wieder arbeiten gehen. Das Gute im Protoss ist, wie man sieht, man muss die Gebäude nur einmal kurz antippen sozusagen und dann werden die von selbst daran geworfen. Das ist sehr, sehr cool. Und das wäre halt auch das, was wir mit den Terranern bekommen könnten, was die Versorgungsdepots angeht. Haben wir hier Upgrades in Auftrag gegeben? Nein, das sollten wir auch machen. Und sonst haben wir, glaube ich, keine weiteren. Wir waren da oben jetzt. Moment. Da hole ich mir mal kurz die Sonde. Und baue hier einen Pylon hin. So, dann kommen wir her hier. Randa. Macht's kaputt. Ach, jetzt kann der auch schon Einheiten hochheben. Das ist schlecht. Der wird halt, glaube ich, auch immer stärker. Das ist das einzige Problem, was wir haben. Ja, rise du mal irgendwo anders, okay? Danke. Sind hier Photonkanonen? Hier sind Photonkanonen. Ich weiß nicht, ob man da ein Limit hat, ein Zeitlimit. Ich werde hier meine Photonkanone hinsetzen für den Fall der Fälle. Zeratul, truly fate has sent you here. Join me, brothers, and we shall cleanse this place of evil. Und da haben wir neue Einheiten. Dunkle Templer. Wir haben dunkle Templer, die sind super, super cool, weil erstens sind die sehr, sehr stark, zweitens machen die, naja gut, die sind stark, weil sie so viel Schaden machen und sie sind dauerhaft getarnt. Heißt, gegen normale Einheiten sind die echt wirklich, wirklich gut. Ich guck mal, dass ich das Ding hier auch gleich mal kriege und dann würde ich mal sagen, widmen wir uns dem Angriff. Ich kann es euch ja mal zeigen. Warpling, 50 Schaden. 50 Schaden, im Gegensatz zu denen, die nur 9 Schaden machen. Und da war ja was. Es ist schön, dass sie sich mitten in mich rein teleportiert. Sind die dunklen Templer noch dabei? Ja, die sind noch dabei. Ja, wir gehen auch mal irgendwo hin. Ich habe meine Sonne leider gerade verloren. Ich hole die mal hierher. Und baue hier so einen Pylon eben hin. So, ich glaube, wir haben das letzte Upgrade für die Schilde gekriegt, oder? Yeah. Was wir jetzt auch mal kurz machen sollten, ist hier uns noch eine Sonde holen und zwei von diesen Teilen noch bauen. Damit wir mehr Einheiten kriegen. Können auch gleich noch eins Auftrag geben. Haben wir genug. From the shadows I come. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir, was hier noch so ist. Wir prügeln uns mal hier durch. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht auf den Typen treffe, weil wenn der jetzt hier lang kommt, habe ich ein Problem. Nein, er geht oben lang. Okay, dann gehen wir mal kurz zurück. Hier hin. Dorthin und dann greifen wir so an. Ah, ich hoffe, das funktioniert. Oh. Sehr gut. My thanks, mighty one.